So ein typisches Touri-Gewimmel muss man nicht zwingend mögen, aber so eine Attraktion wollen natürlich viele Leute sehen und die Leute kommen aus allen Ländern dahin und das lässt sich halt eben nicht vermeiden. Die beeindruckenden Palastanlagen des König Minos müssen irgendwie zwischen 1900 bis 1700 vor Christi Geburt gebaut worden sein. Die Minoer haben völlig anders gebaut als die Griechen auf dem Festland. Das war heute der Ausflug in den Minos-Palast. Das war sehr, sehr interessant und beeindruckend und wie riesig das Ganze gewesen ist. Man kannte das ja nur aus Geschichtsbüchern und so weiter und so weiter, aber ganz toll. Es sieht ein wenig aus, als hätte alles für Mamma Mia Pate gestanden. Das ist der Auftakt zu einem leicht luxuriösen Abend. Thank you.
Danach, um allem die Krone aufzusetzen, noch ein Champagner-Tasting in der Vinothek. Glückseligkeit am Ende.